der Straße singen. Ich wollte über alle Mauern springen. Ich wollte protestieren für Gerechtigkeit. Doch die Angst war schneller und dann ließ ich sein. Ey. Ich wollte spontan all die Zeit fliegen. Eigentlich wollte ich immer kriegen. Ich wollte eine Kommune gründen auf dem Land. Doch ich denk jedes Mal, wo fang ich an? Oh oh. Doch irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran. Ey, dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, trau. Und voll abgehen. Eigentlich wollte ich im Mittelpunkt stehen. Ich wollte vor Glück und vor Ekstase schreien. Doch genau dann werde ich schüchtern und lass es wieder sein. Ich wollte dich in meine Arme nehmen. Ich wollte dir meine Liebe geben. Und ich wollte dich küssen vorhin im Café. Doch im letzten Moment krieg ich doch weiche Knie. Doch irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran, ey. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, trau dich, ey. Immer noch daran, ey. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an, ey. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, traue dich, egal was du machst. Und irgendwann tu ich, ich glaub immer noch daran, ey. Dann hör ich auf zu zweifeln. Doch ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Eins, Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Voll schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf einen ziemlich geilen Abend mit euch und wir legen jetzt los mit dem Song Glück auf Asphalt. Oh. Komm, wir sehen in den Himmel rauf, schau, der Horizont malt einen feinen Strich. Und die Sterne, sie tanzen für dich, keine Zahl ist so groß, um sie alle zu zählen. Sag, wie weit reicht das helle Licht? Unsere Sonne, sie dreht ihren Radius. Selbst das Meer ist unendlich tief und die Berge vor dir ruhen so mühelos. Steigst du bei mir ein? Komm, wir ziehen heute einfach los in Richtung frei. Glück auf dem Asphalt und der Blick ist.
laufen uns unterwegs und wir halten nicht an, bis es dunkel wird. Und die Luft ist so süß und klar, ja, wir atmen den Frieden, der uns umgibt. Bist du mit dabei? Komm, wir ziehen heute einfach los in Richtung Freiheit. Unser Blick ist weit, wir schauen nicht mehr zurück, nur in die Ferne, denn wir haben Zeit und vor uns liegt das Glück auf dem Asphalt, hier im Sonnenschein, hier im Sonnenschein. Es ist so still. Wir feiern heute 100.000 YouTube-Abonnenten und that's right, deswegen feiern wir heute eine dicke, fette Party und wir haben ein paar Überraschungen für euch vorbereitet. Zum Beispiel sind wir heute Abend nicht allein hier auf dieser Bühne, sondern haben ein paar von unseren Lieblingsmusikern mit dabei und vor allem wollen wir heute Abend eins, nämlich euch mal Danke sagen dafür, dass ihr schon so lange bei uns mit dabei seid, unsere Musik hört, unsere Musik teilt, bei unseren Konzerten seid und das teilweise schon echt viele Jahre. Yes, and also to all our fans and friends all around the world, we feel very honored from how many countries you're watching. And if you don't see this video as a live stream, there will also be English subtitles so you can understand a little bit more of what we're gonna say. So, and the next song is called Meer aus Farben. Enjoy. Enjoy. Ich freue mich. Wir sind sehr aufgeregt, dass es jetzt losgeht. Yeah, yeah. Übers Wasser laufen und die Wellen unter mir sind Melodien in meinem Ohr. Ich leg alles einfach ab und ich schließe meine Augen und dann treib ich in der Strömung an einen wunderschönen Ort. Hier sind alle Dinge leuchtend, so leicht und so lebendig. Hier kann ich alles so erträumen, wie es mir gefällt. Ich hab ein ganzes Meer voller bunter Farben in der Ecke. Ey, da 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 da. Und ich mal mir einfach meine Welt. Hier ist alles perfekt.
Hier weht der süße Duft der Freiheit aus jeder Himmelsrichtung. Hier fühlt sich meine Sehnsucht, endlich voll und ganz zu sein. Hier fließen alle meine Wünsche zusammen in die Brandung, denn mein Leben ist ein Ozean und ich tauche ganz tief ein. Ich hab ein ganzes Meer voller bunter Farben. Und ich mal mir einfach meine Welt, hier ist alles perfekt. Und ich hab das Leben und die Leichtigkeit in meinem Gepäck. Yeah, da 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 da. Denn ich hab heute ein ganzes Meer voller bunter Farben. Wir haben für euch was vorbereitet. Und zwar eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wir bringen euch jetzt mal zurück an die Drehorte der eurer ganzen Lieblingsmusikvideos und schaut euch das mal an. Viel Spaß. Viel Spaß. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. 10.000 Tränen. Auf dem RAW-Gelände. Ich finde es krass, wie lange das jetzt auch schon wieder her ist, ehrlich gesagt. Es war eins unserer früheren Videos, die wir zusammen gedreht und auch organisiert haben. Und ich weiß, dass wir an diesem Tag auf jeden Fall nicht ankonnten, was dieses Video und diese Version dafür eine Bewegung eigentlich auslöst. Allerdings nicht, nee. Weil der Tag war so sehr entspannt und sehr sonnig. Und es war auch eigentlich eins der am schnellsten gemachten Aktionen, die wir so geplant und durchgeführt haben. Also ich habe es auf jeden Fall an diesem Tag, habe ich gedacht, ey, cool, wir treffen uns jetzt mal ein paar mit unseren Homies und klatschen mal ein bisschen. Aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall geil fand, dass dann doch so viele einfach mal vorbeigekommen sind und gesagt haben, ja, egal, da machen wir mal mit. Ja. Also woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass wir den Song sehr schnell im Kasten haben mussten, weil wir den ja im Sonnenuntergang gedreht haben. Und ich glaube, wir hatten nur so 3 oder 4 Takes. Wir haben natürlich vorher ein bisschen geübt, aber dieser Moment, als dieses Licht so besonders schön war, waren alle sehr diszipliniert. Und wie jung und klein wir noch waren. War eine sehr schöne Stimmung an dem Abend. Und wir haben auch sehr wenig organisiert, ha? Stimmt, wir haben die ganze Aktion unangekündigt gemacht, oder? Ja, haben wir ja öfter mal gemacht. Stimmt. Ja. Ganz guerillamäßig einfach rein. Böse, böse. Also unsere größte Herausforderung war vor allem, dass nicht spontan noch die Polizei kommt. Ja, oder irgendwie Leute da von dem Areal und sagen, ey, ihr dürft ja aber nicht drehen. Aber wir haben es ja dann doch eigentlich in Blitzesschnelle abgedreht gehabt. War sehr schön. War geil. Für die Liebe. Das war auch wieder so eine richtige Bergeaktion. Wir haben uns da eigentlich reingeschlichen, kann man sagen, in so eine alte Industriehalle, die wir irgendwie einfach schön fanden. Die Sache bei diesem Videodreh war, wir waren wie immer natürlich nicht mit einer Erlaubnis dort vor Ort. Wir haben uns einfach heimlich
zum Feierabend in diese Halle reingeschlichen. Wir haben hinter den Wänden sogar noch gehört, wie die Bauarbeiter gerade Feierabend machen. Und wir wussten genau, wenn die uns da entdecken, dann fliegen wir sofort wieder raus. Und tatsächlich war am nächsten Tag die Halle einfach weg. Sie war einfach verschwunden. Diese Riesenhalle, die man in dem Video sieht, war einen Tag später einfach verschwunden. Also einen Tag später hätten wir das Video nicht mehr drehen können. Das war also gutes Timing. Ja. Glück ist unser fünftes Element. Glück. Ja, für dieses Video haben wir uns ausnahmsweise mal richtig viel Zeit genommen und sind auf Reisen gegangen, nach Sri Lanka nämlich, weil wir irgendwie Bock hatten, mal rauszukommen und in der Sonne und am Strand zu drehen. Wir haben mit selbstgebauten Kamerakränen, hier sieht man es so wunderschön, versucht uns selber zu filmen. In 80% der Takes hat es nicht funktioniert. Ja, aber ein paar waren glücklicherweise doch dabei. Die Locals mussten auch mitdrehen, die waren immer mit einer helfenden Hand dabei, die waren alle sehr nett. Und noch ein Fun Fact, gleich am zweiten Tag ist die Kamera kaputt gegangen und das hieß, dass wir keine Fotos machen konnten. Die Videofunktion hat noch funktioniert, aber wir haben von der gesamten Reise keine Fotos. Voll schade. Außer unsere paar Handyfotos. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen, mit Fantasie. Wir sind frei. Das war einer der krassesten Drehs, fand ich. Ich war super aufgeregt an dem Tag, weil wir zum ersten Mal eine größere Crew dabei hatten und super viele Leute, die da mitgemacht haben, performt haben. Ich weiß noch, wie wir den Abend davor noch heiß am Organisieren waren. Ich habe kaum geschlafen, weil ich so aufgeregt war, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war vor allen Dingen ziemlich kalt an dem Tag. Man sieht bei mir noch anhand des Schals ganz gut, wie du es in dieser dünnen Jacke ausgehalten hast, weiß ich nicht. Magic. Auch nochmal Shoutout an alle, die dabei waren und den ganzen Tag gefroren haben, viele, viele, viele Stunden und trotzdem so mit so viel guter Laune durchgezogen haben. Ja, das stimmt. Aber wir hatten auch eine gute Crew und einen guten Kameramann und die haben das alle so ein bisschen geleitet und wir konnten uns da, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen da rein entspannen. Riesen-Choreo, die da zusammengehalten werden musste. Und ich weiß noch, irgendwann kam dann natürlich auch mal die Polizei vorbei, da ist sie schon, ja. Hat uns mal einen Besuch abgestattet, aber diesmal waren wir ja besser vorbereitet, hatten eine Erlaubnis dabei. Wir hatten eine Drehgenehmigung, richtig Profi-Style. Ja. Früher haben wir sowas, davor haben wir sowas ja nicht gemacht. Genau. Dann hätten wir nur einen halben Song. Wenn man sich als Frankfurter vorstellt, dann sollte man vorbereitet genau sein. Genau. Und auch hier hätte ja nie jemand geahnt, was aus diesem Video und aus diesem Song so wird, wie viele Menschen der so berührt, wie viele Menschen sich inspiriert fühlten von diesem Gefühl und von diesen vielen Farben. Das merken wir immer wieder auf Konzerten. Ja, ja, von unserer kleinen Hippie-Party, die wir da gemacht haben. Genau. So, das war's jetzt von uns, vom Video-Throwback. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen von dem Videomaterial, was wir noch hatten, von der Entstehung der Musikvideos. Und jetzt geht's wieder weiter mit Musik. Viel Spaß. Wow, wir haben schon ganz schön viel zusammen gemacht, Marokko. Auf jeden Fall. Ja, und apropos Throwback, in all diesen Jahren, die ihr da übrigens gerade ja mal so ein bisschen gesehen habt, da hatten wir sehr viel Spaß, aber wir hatten natürlich auch immer mal so unsere Ups and Downs. Und ich persönlich hatte auch immer mal so einen Moment, wo ich mich gefragt habe, ist das alles gut genug? Reicht es, was wir hier machen? Also einfach so ein bisschen Selbstzweifel. Und mir persönlich hat es immer total geholfen und hilft es auch immer noch total, wenn ich mich daran erinnere, was willst du wirklich machen? Was macht dir Spaß? Was kannst du gut? Was fällt dir leicht? Und ich zum Beispiel persönlich, ich wusste immer, ich will einfach singen, ich will Songs schreiben, ich will Musik machen. Das war immer so meine Base. Und dann habe ich halt versucht, einfach davon mehr zu machen und das einfach groß zu machen. Und so, glaube ich, hat das irgendwie jeder und ihr alle da draußen auch jetzt vor den Bildschirmen. Ihr habt auch irgendwas, was euch ausmacht oder was ihr sehr gerne macht, was euch besonders viel Spaß macht oder was ihr besonders gut könnt. Macht es einfach groß, tragt es in die Welt hinaus. Und darum geht es auch im nächsten Song, der heißt Eigene Melodie. Viel Spaß. Ich glaube nicht an Regeln, an richtig oder falsch. Ich glaube an das Gefühl in meinem Bauch. Ich glaub nicht ans Vergleichen, man klingt halt wie man klingt. Und ich glaub, ich bin vollkommen so wie ich bin. Ja, aus mir wollen Geschichten raus.
und ich finde jeden Tag ein neues Lied. Manchmal singen die Leute mit und manchmal bleib ich allein zurück. Doch ich hab meine ganz eigene Melodie. Ich glaub an meine Stimme, die sagt, ich bin genug. Ich glaube nicht an Stress und Hierarchie. Denn ich weiß, das Universum macht nie eine Kopie. Und ich glaube, dass es Fehler gar nicht gibt. Ja, aus mir wollen Geschichten raus. Und das Leben ist mein Applaus. Und ich finde jeden Tag ein neues Lied. Manchmal singen die Leute mit. Und manchmal bleib ich allein zurück. Doch ich hab meine ganz eigene Melodie. Yeah, hey. Meine eigene Melodie. Yeah, yeah. Und was brennt dir auf deiner Seele? Warum bist du? Warum du und niemand anders? Welches Lied kommt nur von dir? Yeah. Ja, aus dir wollen Geschichten raus. Und das Leben ist dein Applaus. Geh und finde jeden Tag ein neues Lied. Manchmal singen die Leute mit. Und manchmal bleibst du allein zurück. Doch auch du hast deine eigene Melodie. Deine eigene Melodie. So, der Klatschchor ist auch endlich da. Alle angekommen. Genau. Marianne, wie geht's dir so? Ja, gut, aber ich muss sagen. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Es sind schon 5 Songs im Programm und ich bin immer noch aufgeregt. Ja. Der nächste Song heißt 10.000 Tränen. Viel Spaß. Seitdem ihr wisst, dass wir schweigen und uns den Tatsachen beugen, betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg, euch etwas stärker zu fühlen und die Natur zu regieren in eurer engen und bescheidenen Welt. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut ordentlich weh. Und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen. Und lasst es geschehen.
aus unserem blutigen Schicksal baut ihr euch selbst noch ein Denkmal, das uns ganz langsam von der Erde verdrängt. Und ihr tragt die Krone der Schöpfung doch nur als Schmuck auf den Köpfen, doch für das Leiden um euch rum seid ihr blind. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen. Und lasst es geschehen. Dankeschön. Danke auch an alle Applaudierenden jetzt vor den Bildschirmen, die wir zwar nicht hören, aber ich kann das fühlen. Ist das schön. Ich habe gerade genau gedacht, ich würde gerne mal wissen, was die Leute vor den Bildschirmen da so denken. Ja. Und zwar ein kleiner Tipp von uns an euch. Wir werden gleich später im Laufe des Konzertes eure Fragen, die euch dringend unter den Nägeln brennen, beantworten. Und deswegen schreibt die jetzt schon mal in den Chat rein und wir werden später in den Chat kommen und quasi eure Fragen beantworten. Ja, alles, was ihr wissen wollt. Endlich gibt's Antworten. Endlich gibt's die Antworten. Und jetzt spielen wir noch einen Song, oder Rocco? Wir spielen, wir sind frei. Ich bin so nervös, ich habe schon 1 Liter Wasser. Wir sind noch nicht mal zur Hälfte. Ich habe schon 1 Liter Wasser getrunken. Was ist da los? Es ist so schön, endlich mal wieder ein Konzert zu spielen. Nicht allein im Proberaum zu sitzen und einfach Musik zu machen, sondern ja, ein richtiges Konzert. Ein richtiges Konzert, ein richtiges Streaming-Konzert. Genau. Wir sind frei. So, und ihr wisst alle zu Hause Bescheid, ihr könnt mittanzen, mitschunkeln, mitsingen. Geht's los? Yes. Wir tauschen unser Sofa für einen Tag am Meer. Wir sitzen abends auf den Dächern und küssen gern. Wir sind am Strand die Ersten, die ihre Schuhe verlieren. Wir brauchen keine Thesen und keine Theorien. Wir träumen davon, dass es Realität nicht gibt. Wir sind aus bunten Farben und wir sind aus Magie. Jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei.
sind ein neuer Anfang und wie ein kleines Kind. Wir sind die Erben der Lebenden und die Liebenden. Das ist der beste Beweis, dass wir Geschwister sind. Ey, ey. Wir nehmen uns in den Arm, wir trauen uns laut zu lachen. Wir können Zeit verschwenden und wieder neu erschaffen. Wir malen die Sonne auf den grauen Beton und tanzen durch die Nacht bis zum Morgengrauen. Denn jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren. Wir sind frei, yeah, yeah. Und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei, yeah, yeah, wir sind frei. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Wir brauchen Liebe und große Träume, sonst ist das Leben nichts mehr wert. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Und wenn wir wollen, dann können wir alles. Das Leben ist ein Feuerwerk. Und jetzt ist die Zeit, und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren. Wir sind frei. Alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei, ey, ey. Wir sind frei, oh yeah. 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 Denn jetzt ist die Zeit. Und hier ist der Ort, wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Mm. Yeah, yeah. Wir sind frei. Yes! So, jetzt oder wie oder was? Wird jetzt so, gechattet? Ihr Lieben, passt mal auf. Nee. Wir lassen jetzt erstmal eine ziemlich fette Bombe platzen. Ach ja, klasse, ja, stimmt. Wir haben noch viel mehr Überraschung. Yes, wir haben nämlich was für euch vorbereitet, was wir so in der Form noch nie gemacht haben. Und wir glauben, das werdet ihr lieben. Und was das genau ist, das seht ihr im nächsten Video. Werde jetzt ein Teil der Berge-Familie mit einer YouTube-Mitgliedschaft. Als Mitglied bekommst du jeden Monat exklusive Videos und Überraschungen freigeschaltet. Unter anderem gibt es Livestreams mit privaten Konzerten, Chats, in denen du dich mit uns persönlich austauschen und uns Fragen stellen kannst. Und ab jetzt auch regelmäßige Einblicke hinter die Kulissen bei unserer Arbeit am neuen Album. Außerdem wird es verschiedene Lernvideos und Tutorials zu deinen Berge-Lieblingsliedern geben, in denen wir dir ein paar musikalische Tricks verraten. Erhalte Konzertkarten vor allen anderen und triff uns persönlich hinter der Bühne. Als Mitglied hast du die Chance, früher an die Konzerthalle zu kommen und uns beim Soundcheck zu besuchen. Das alles und noch mehr für nur 4,99 Euro im Monat. Deshalb melde dich gleich an und werde Berge YouTube Mitglied. Wir danken dir für deine Unterstützung. So. So. Und? Was sagst du? I like it. I like it. Ich hab Bock loszulegen. Ja, wir sind gerade mittendrin. Es geht gerade so richtig erst so los, ja. Wir schreiben ein neues Album. Wir wollen euch mit auf die Reise nehmen. Ich habe auch gehört, wenn ihr jetzt direkt sofort in diesem Moment Mitglied werdet, dann habt ihr sogar hier irgendwie besondere Chatfunktion. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Ah. Ist ja erst seit heute so. Ich bin noch kein Mitglied. Ja. Mach ich ab morgen dann. Ja, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir haben ganz viel vorbereitet. Wir stehen schon in den Startlöchern. Genau. Und wir spielen jetzt natürlich einen Song für euch. Noch einen Song, der heißt Für die Liebe. Und wie ihr wisst, oder wahrscheinlich bekommt ihr es mit, sind die Zeiten da draußen gerade, ja, ein bisschen herausfordernd, ein bisschen komisch, ziemlich hitzig. Zumindest empfinden wir das so. Und so ein bisschen teilweise schon aufgespalten. Und immer wenn wir so nach Orientierung suchen in diesem ganzen Wirrwarr da draußen, gibt es eigentlich nur einen Song, der alles zusammenfasst, was uns wichtig ist. Und das ist der Song Für die Liebe,
weil wir glauben, es gibt immer einen Weg, irgendwie sich zu verständigen. Es gibt immer Lösungen und es gibt immer morgens, wenn man aufwacht, die Entscheidung, ey, ich entscheide mich für die Liebe und ich sehe das Ganze positiv. Und darum geht es in diesem Song. Also erinnert euch dran, wir müssen uns nur entscheiden für die Liebe. Ach so, ich muss gar nicht einzählen, oder? Nö. Du spielst ja gar nicht mehr Glockenspiel. Nee, ich bin hier ganz frei. Schön. Langsam komme ich auch so ein bisschen ja, runter. Genau, ich auch. Jetzt langsam ist okay, oder? Bin ja, ich auf ja, diesem ja. Stuhl hier. So, los, wir spielen jetzt noch einen Song und dann chatten wir mit euch. Wenn man hört, wie ihr so drauf seid. Genau. Oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl. Wir könnten auch mal was riskieren. Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Ey. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und dich ja immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib ertragen hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Hey. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört. Und nie wieder wegziehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten Atemzeit, ich bleib weich. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Dip, 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 du. Dip, 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 du. Dip, 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 du. Du, du, du. Ey, dip, 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 du. Dip, 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 du. Dip, 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 du. Du, 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 du. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein. Dankeschön. So, ich glaube, jetzt sind wir bereit, wären wir bereit, jetzt mal wird zu gechattet. Gucken, was ihr hier eigentlich alles so schreibt. Alter, ist ja auf jeden Fall schon mal so ein kleines Herzchengewitter. Es ist beruhigt schon mal ungemein. Aber das ist so schön, gerade was von euch zu lesen, ja, verdammt. Stimmt. Wir zum waren gerade, jetzt Menschen. Sehen wir zum ersten Mal, dass ihr ja auch da seid, dass ihr zuschaut. Okay, mal gucken, ob da auch Fragen sind. Nein. So, wann kommen denn die ersten Fragen? Hier eine kleine Frage von mir an euch. Wie steht ihr zum Thema Anthroposophie, Okko? Anthroposophie? Steht das da wirklich? Also ich habe Kulturwissenschaften studiert. Ja, ich habe gerade gelesen, euer PayPal-Link funktioniert nicht. Ich wusste nicht mal, dass wir einen PayPal-Link haben. Oh Mann.
So, also Anthroposophie. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und nicht mal ich weiß jetzt gerade auf die Schnelle, was das nochmal war. Was hat was mit Menschen zu tun, oder? Was? Jetzt flüstert doch nicht. Es ist voll schön, aber tatsächlich... Also ich stehe dazu sehr positiv, denn ich finde alle Geisteswissenschaften spannend. Ich sehe da auf jeden Fall jetzt nur ganz viele Grüße. Wir grüßen einfach mal zurück. Wir wollten ja jetzt ein paar Fragen beantworten. Ja, aber eigentlich wir sehen wollten wir eure Fragen beantworten. Wir müssten aber das jetzt mal irgendwie ordnen. Wie, also erstmal Greetings to the Philippines. Ich sehe ganz oft die Philippinen hier. So. Hey, da fragt einer, wie wäre es mal mit einer Spiritual Tour? Also ich sehe das ja so, dass eigentlich alle unsere Konzerte oder unsere Touren irgendwie auch spiritual Konzerte und Touren sind, weil wir das Ganze auch für uns wie eine spirituelle Reise betrachten. Wir trennen es irgendwie gar nicht so. Ich lese gerade jetzt auf jeden Fall relativ viele Fragen zum Thema, was ist hier mit 2G und so. Dazu kann ich ganz schnell mal sagen, wir haben vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, darin haben wir relativ klar Stellung bezogen. That's wir right. hätten jetzt eine Tour gehabt, wir hätten jetzt Konzerte gehabt, die haben wir bewusst verschoben, weil wir die Idee irgendwie sehr viel schöner finden, mit euch allen gemeinsam Konzerte zu geben. Und wir haben uns überlegt, wir warten einfach so lange, bis wir wieder gemeinsam Konzerte geben. Ich glaube, damit ist irgendwie gesagt, wie wir zu diesem Thema oder zu all diesen Themen da draußen stehen. Genau. Wir möchten gerne die Menschen vereinen. Und wir glauben, dass es für euch auch cool ist und dass ihr euch damit auch wohlfühlt. Da hat übrigens jemand gefragt, Rocco, woher wir uns kennen. Woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns tatsächlich, wie soll es auch anders sein, von einem Konzert. Ja, stimmt. Wir kennen uns von einem Schulkonzert von meiner besten Freundin. Damals waren wir nämlich noch in der Schule, also du zumindest. Ja, da war ich noch in der Schule tatsächlich. Shoutout an Claudi. Die hat mich damit hingeschleppt und die hat uns quasi so ein bisschen zusammen gekuppelt. Meinte so, hier ist der Rocco, hier ist die Marianne. Und dann haben wir den ganzen Abend gelabert. Und worüber haben wir gelabert? Naja, über Musik natürlich. Und am Ende des Abends haben wir festgestellt, okay, vielleicht sollten wir mal Musik machen. Also vielleicht sollten wir es mal... Ja, mit Musik probieren. Und das haben wir dann gemacht. Und seit diesem Tag in der Schulaula haben wir nicht mehr aufgehört damit. Mhm. So, jetzt muss ich aber auch mal gucken. Während du redest, gucke ich. Und während ich rede, guckst du. Das ist eine gute also Taktik. Erstmal liebe Grüße zurück nach Usbekistan, stand da gerade auch. Ich finde, die ist krass, aus welchen Ländern ihr so zuguckt. Yeah. Thanks for watching. Und woher schöpft ihr die Ideen für eure Texte? Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also die meisten Songtexte fallen mir entweder beim Abwaschen oder beim Duschen ein. Ich finde das krass. Deswegen haben wir auch so wenig Songs. Was hat das eigentlich? Tiefe Einblicke. Weil ich so selten abwasche, ich habe einen Geschirrspüler. Hallo, was hast du denn gedacht? That's wrong. Okay, got it. Ich finde das so krass, was hat das mit dem Duschen auf sich, dass man beim Duschen immer die besten Ideen hat? Das geht mir nämlich auch so. Und übrigens auch, wenn ich in der S-Bahn sitze. Mhm. Deswegen bin ich froh, wenn ich mal nach Potsdam fahre, in der S-Bahn sitze, da schreibe ich eigentlich die meisten Texte dann in mein Telefon. Stell mir gerade vor, wie wir so abwaschen, duschend in der S-Bahn Songs schreiben beim nächsten Mal. Ja. Und woher die Inspiration kommt, ich glaube ja, die kommt von da oben irgendwo. Ey, ich hab's gewusst, seid ihr ein Paar? Ich wusste, die Frage kommt, wir haben gewettet. Hey, 10 Euro für die Kasse. Ich wollte gerade über Inspiration reden, das beantworten wir gleich. Also, ich glaube, Inspiration kommt immer dann, wenn wir entspannt sind. Und deswegen auch das mit dem Duschen und deswegen das mit dem Abwaschen. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ja, und ein Paar, nö. Und liebe Grüße an Hermine. Ja. Kurz haben wir die Frage nach dem Paar noch nie beantwortet. Schreibt ihr zusammen Songs? Wir machen alles. Wir schreiben getrennt voneinander, wir schreiben zusammen Songs, wir machen whatever works, wie man so schön sagt. Liebe Grüße zurück nach Indonesien. Oh my God. People watching from all over the world. Keine Ahnung, aus wie vielen Ländern die Leute zugucken. Ist total so many abgefahren. Countries. You are crazy guys. So, wie sieht's aus? Machen wir noch was? Machen wir weiter oder chatten wir jetzt nur noch den Rest des Abends? Ist ja kein Stream-Chat, ist ja ein Stream-Konzert eigentlich. Also wa? Ich hätte auch Lust auf Musik machen. Ja, tatsächlich ist es so, es gibt jetzt noch eine Überraschung für uns, wo wir selber nicht so richtig wissen, was jetzt so kommt. Ja, wir wissen auch nicht genau, was jetzt. Es hieß nur, jetzt kommen noch ein paar Glückwünsche. Genau. Zu unseren 100.000. Also wir lassen uns jetzt genauso wie ihr mal überraschen und gucken jetzt mal, wie ihr zu. Viel Spaß damit. Hallo liebe Marianne, lieber Rocco, hier ist Peter Freundhaler von Fool's Garden. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, es ist jetzt 11 Jahre her, dass ihr bei uns im Vorprogramm gespielt habt, im Kesselhaus. Und es freut mich total, dass ihr immer noch am Start seid, dass ihr immer noch so wunderschöne Songs schreibt, so herzerwärmende, schöne Videos macht und
tja, dass ihr einfach immer noch dabei seid. Und ich hoffe außerdem, dass wir uns irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft wieder über den Weg laufen. Bis dahin, habt einen schönen Abend, feiert schön. Ihr habt die 100.000 Abonnenten mehr als verdient. Bis dann, passt auf euch auf. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch zu 100.000 Abonnenten auf YouTube. Und danke für eure wunderschöne Musik. 100.000 Abonnenten? Alter Schwede, ey. Das ist fett. Das ist ein Meilenstein. Ich freue mich mit euch, für euch. Mega, mega toll. Vor allem, weil es immer euer Weg war. Weil ihr immer gesagt habt, ey, wir machen das auf unsere Art und Weise. Voll geil. Also vor 10 Jahren haben wir angefangen zu arbeiten und ich glaube, da hätte sich niemand diese Zahlen vorstellen können. War nicht immer einfach und am Ende aber einfach gut. In dem Sinne freue ich mich mega auf die nächsten 10 Jahre und würde sagen, das nächste Video gibt's bei 1 Million. Macht's gut, bis bald. Liebste Marianne, lieber Rocco, Gratulation zu 100.000 Abonnenten auf YouTube. Wie großartig ist das denn? Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr weiterhin die Menschen da draußen mit euren zauberhaften, wundervollen Songs berührt. Mein Herz habt ihr. Wenn ich an Glück denke, dann denke ich an euch. Alles, alles Liebe! Marianne und lieber Rocco, herzlichen Glückwunsch zu den 100.000 Abonnenten auf YouTube. Ein großartiger Meilenstein, den ihr sowas von verdient habt. Ihr wisst es, ich bin großer Fan eurer Musik. Ich hoffe, es werden noch viele Alben folgen, viele Touren folgen und ich wünsche euch von Herzen alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Ich freue mich, wenn sich unsere Wege bald wieder kreuzen und wünsche euch bis dahin alles erdenklich Gute. Hallo Rocco, hallo Marianne, von uns beiden. Von euren ersten Fans der ersten Stunde wünschen wir euch zu euren heutigen Tag alles, alles erdenkliche Gute. Lasst euch feiern, spielt wilde Sau. So Rocco, zum Anfang deiner sogenannten Karriere waren wir sehr, sehr, naja, skeptisch. Aber deine Hartnäckigkeit und deine Wahnsinnsliebe zur Musik hat uns wahnsinnig stolz gemacht. Macht weiter so. Es ist einfach spitze, euch zuzuhören. Bleib so hartnäckig, wie du immer warst. Es wird noch besser. Davon sind wir überzeugt. Ja, um was geht's hier? 100.000. 100.000 Follower. Wahnsinn. Wahnsinn. Marianne hat mal irgendwann angefangen, Gitarre zu lernen, so 3-4 Harmonien, und hat ihre Liedchen gespielt. Da haben wir gedacht, das reicht mal gerade fürs große Wohnzimmer, ne? Für die Familie. Falsch und gedacht. Nun 100.000 Abonnenten bei YouTube. Toll, herzlichen Glückwunsch. Wir sind stolz. Und mein Schatz, du weißt ja, der Weg ist das Ziel. Und in diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin natürlich ganz viel Spaß auf eurem Weg mit neuen Projekten. Allen liebe Grüße auch nochmal. Vielen Dank an die Crew. Ja, ohne Crew wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und den ganzen Stab, den ihr hinter euch habt. Wunderbar. Wir sind begeistert. Stolz auf euch und unfassbar toll. Und wir haben euch lieb. Schönen Dank an euch alle und komm, lass uns was Neues beginnen. Oh Mann, ey, so süß. Also, ich sag jetzt hier an dieser Stelle mal Danke. Ja. An alle, die uns da jetzt gerade gratuliert haben. Und ja, irgendwie Hammer, wem wir alles schon so begegnen durften. Irgendwie so. Danke. Vielen, vielen Dank. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, unseren Chor hier mal vorzustellen, der sich heimlich auf unsere virtuelle Bühne geschlichen hat. Das ist nämlich die Celine, die Maxi und die Jördis. Und hier übrigens auch nochmal unsere zwei Mucka-Jungs, Mikey und Matt, die heute mit uns Musik machen. Ja, Applaus einfach mal. Genau. Und ja, wir machen jetzt ein bisschen Musik noch für euch. Und der nächste Song heißt Das Heiligste der Welt. Oh ja, du bist meine Wahrheit. Du bist die Zuversicht, die alle meine Zweifel. Und wenn es dunkel wird, leuchtest du wie Sonnenlicht, völlig selbstverständlich für mich.
Ich glaube, ich hab dir bis jetzt noch gar nicht davon erzählt. Ja, ich schreibe jedes deiner Worte auf ein Plakat an jeder Wand, muss groß dein Name stehen. Die ganze Stadt, die ganze Welt soll dich im Großformat sehen. Und ich mal dein Bild an den Himmel und jeder schaut auf zu dir, denn du bist für mich die Antwort, weil jeder Tag mit dir so unvergleichlich anders ist. Und du würdest alles riskieren und ich möchte dir applaudieren und dir sagen, dass du perfekt bist, so wie du bist. Du bist das Heiligste, das ich habe auf dieser Welt. Oh, ich glaube, ich hab dir bis jetzt noch gar nicht davon erzählt. Das war so schön. Vielen Dank. So. Umziehen. Wir ändern jetzt hier was. Wir ändern die Szenerie. Wir ändern die Szenerie. Rocco kommt jetzt wieder zu mir. Und by the way, thanks for watching. Thanks for being here with us. We really appreciate all of you guys, especially you watching us from all over the world. This is so crazy, actually. Yeah. And now we're going to play another song, and it's called Mein Lied with this lovely choir. All right. Mein Lied. Ich singe mal weiter für die Erde mein Lied. Yeah. Ich singe mal weiter für die Erde mein Lied, yeah. Ich lieg die ganze Nacht wach, um diese Zeilen zu schreiben. Ich will die Welt überzeugen, dass wir uns alle vereinen. Denn unsere Zeit hier ist endlich und werden wir wieder lebendig. Ich lass mich nicht mehr länger blind von den Schlagzeilen blind. Lass mich nicht von meiner Wahrheit mein Ziel ablenken. Nein, ich glaub nicht all die Lügen, die mir das Träumen verbieten. Lasst euch nicht die Mut zerstören. Eure Stimme wird gehört. Und ich singe mal weiter für die Erde mein Lied. Ich hör auch nicht mehr auf, bis die Menschlichkeit sieht. Ich singe für die Hoffnung und ehrlich, dass sich was verändert, auch für dich. Ey. Ich sage Nein zu all dem Wahnsinn und ich
wag mich hier raus. Ich erhebe meine Stimme und ich frage euch laut, wo sind die Leute da draußen, die an was Besseres glauben? Wo sind die Heiler und die Helden und die Regenwaldretter? Wo sind die Träumer und die Wilden und die Freaks-Verschenker? Ihr seid mir einfach zu leise in diesen stürmischen Zeiten. Macht euch nicht so furchtbar klein. Wir sind doch längst nicht mehr allein. Und ich singe mal weiter für die Erde mein Lied. Ich hör nicht mehr auf, bis die Menschlichkeit siegt. Ich singe für die Hoffnung und mehr Licht, dass sich was verändert, auch für dich. Ich singe mal weiter, bis wir endlich verstehen. Es liegt in unserer Hand, wie die Erde sich dreht. Ich sing, damit ihr aufwacht und loslegt, dass sich was verändert, auch für dich. Ey. Und auch wenn all die anderen schweigen, bin ich die Einzige, die schreit. Selbst wenn die ganze Welt zusammenfällt, bleib ich mir treu, ich bin bereit. Bleib hier weiter aufrecht stehen. Lasst uns zusammen die Welt verändern. Lasst uns singen. Ich singe mal weiter für die Erde mein Lied. Yeah. Ich singe mal weiter für die Erde mein Lied, yeah, yeah. Ich singe mal weiter für die Erde mein Lied, yeah, yeah. Ich singe mal weiter für die Erde, mein Lied, yeah. Oh, also komm, lass uns singen, ein Licht auf der Wein. Denn wir werden immer weiter, nein, wir sind nicht allein. Also komm, lass uns singen. Für die Erde mein Lied, yeah. Yes! Nice. So, wir sind fast fertig. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einmal ganz kurz in den Chat, oder? Ja. Bevor wir den Abend beenden. Ja, lass uns das machen. Lass uns doch mal einmal in den Chat gehen. Ich gehe da jetzt mal nach da vorne. Man sieht, die Buchstaben sind trotzdem ein bisschen klein. Ja, ich muss auch so ein bisschen näher ran. Okay, ich sehe schon wieder ganz viele Herzen und Smileys und Blümchen. So. Danke für die Komplimente. Your voice sounds so good, steht da. Wir danken euch erstmal vor allen Dingen fürs Einschalten. Ja. Ja. Aber ohne euch wäre es nicht voll langweilig. Ach so, Rocco, ja, stimmt, man hört dich gar nicht. Ich habe gerade gesagt, wir danken euch fürs Einschalten, weil ohne euch wäre es ein bisschen langweilig hier. Ihr seid gefühlt emotional alle hier mit im Raum. Ja, an der Aufregung spürt man es auf jeden Fall. Da ruft jemand Zugabe, Zugabe, Zugabe. Also einen Song spielen wir ja noch. Das stimmt. So viel ist sicher. Okay, hat jetzt hier noch jemand eine Frage oder sowas? So eine ganz konkrete Frage? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Aber ich sehe auf jeden Fall ganz viele Klatscher und ja. Also ihr seid auf jeden Fall da, ihr seid präsent, ihr seid mit uns und das fühlt sich unfassbar gut an, irgendwie. Also ich finde, ihr seht schön aus und ich finde auch, wir sehen heute auch sehr schön aus. Das also ist richtig. In diesem Umfeld. In dieser schönen Kulisse. Ich finde, diese Band steht uns. Ihr kommt jetzt immer mit. So. Ey, wir sind beim letzten Song. Ja. Es ging jetzt so krass schnell. Ja, ist die Zeit reist. Jetzt reisen alle Dämme. Oh Mann, ey. Die Zeit rast. Genau. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Bleibt uns treu. Wir freuen uns bald auf die YouTube-Family-Mitgliedschaftssache. Da sind wir schon in den Startlöchern. Also wie ich vorhin schon sagte, wir sind ja gerade dabei, unser neues Album aufzunehmen und wir werden das die ganze Zeit dokumentieren. Das heißt, es wird sehr viel in nächster Zeit zu hören und zu sehen geben von uns. Und so wahnsinnig viel mehr gibt es heute auch gar nicht mehr so zu sagen. Wir machen jetzt nochmal 3 Minuten richtig Party. Wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause auf den Tischen rumspringen. Ja,
lasst nochmal alles raus, schickt uns dann ein Video davon, wenn ihr möchtet. Und wir verabschieden uns jetzt von euch, schicken euch in einen entspannten Abend, kommt später gut ins Bett und ja, bleibt uns treu und wir hören uns ganz, ganz bald auf allen möglichen Wegen. Und we love Song, you. Ja. And we miss you. We miss you. Und vielen, vielen Dank, thanks to our crew also. Ja. Applaus, Applaus. Danke an alle hier hinter. Leute hinter den Kameras, die ihr jetzt gar nicht sehen könnt. Hinter und vor den Kulissen. Und der letzte Song zum Abhotten jetzt nochmal für uns alle und für euch da an dem Bildschirm heißt Glück. Heißt Glück. Viel Ganz Spaß. Viel Spaß. Alle bereit? Yes. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Es durchströmt und es durchfließt die ganze Welt. Und Glück, Glück ist wie die Erde, die alles, was wir sind, zusammenhält. Glück ist wie der Wind und Glück ist die Freiheit. So zu sein, wie wir wirklich sind. Hey, yeah. Glück ist schon unser fünftes Element. Yeah. Und Glück beginnt im richtigen Moment. Egal was wir tun und was immer auch passiert. Wir finden unser Glück im Jetzt und hier. Vielleicht wär's mal gut, sich einfach glücklich zu schätzen. Denn was am Ende bleibt, ist das Glück, das uns vereint. Hey, yeah. Glück ist unser fünftes Element. Bis ganz bald. Have a good night. Thanks for watching. Bye bye. Bye.